Ist euch mal aufgefallen, im Saftregal stehen ganz viele Produkte, die so aussehen wie echte Fruchtsäfte, aber überhaupt keine sind. Wir von Foodwatch haben uns das mal genauer angeguckt. Zum Beispiel Albi. Großer Apfel drauf, heißt Apfelklar und ist ein echter Saft. Aber Granatapfel sieht fast genauso aus und ist ein Fruchtsaftgetränk mit der ersten Zutat Wasser und nur 14% Granatapfelsaft und Aroma. Das gehört nicht ins Saftregal. Oder Bäckers Bester. Gleiches Etikett, aber von vorne kann ich überhaupt nicht erkennen, wie viel Orange in der Orange ist und wie viel Kirsche in der Kirsche. Nur hinten im Kleingedruckten sehe ich, die Kirsche ist ein Fruchtnektar mit nur 35% Kirsche. Ist auch kein Fruchtsaft, raus aus dem Saftregal. Oder Rauch. Unter dem Namen Happy Day verkauft es dieses Himbeergetränk und wirbt mit riesigen Himbeeren vorne drauf. Aber nur wer sich auf der Rückseite durch die 16 verschiedenen Sprachen quält, erfährt im Zutatenverzeichnis nur 7,5% Himbeermark. Das ist ein aromatisiertes Fruchtsaftgetränk und kein echter Fruchtsaft. Raus aus dem Saftregal. Das sind nur drei Beispiele vom dreisten Saft-Etikettenschwindel. Doch der Trick ist weit verbreitet. Ganz viele Hersteller werben mit großen Früchten und wohlklingenden Geschmacksrichtungen, aber es ist gar kein echter Saft, der im Saftregal steht. So viele Getränke, die aussehen wie Säfte, aber gar keine echten Säfte sind. Das nervt. Und damit muss Schluss sein. Unterzeichnet jetzt unsere E-Mail-Aktion und beschwert euch bei den Herstellern und fordert von ihnen, endlich ehrliche Etiketten auf ihre Getränke zu drucken.